Wow, 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 Leute, großes Finale, Fragezeichen, denn es bleibt nur noch Wesker übrig, der aufgehalten werden muss, denn, ja, Excella, ist hier schon so ein bisschen zusammengekrumpelt, ja, da habe ich ganze Arbeit geleistet, müsst ihr sagen, ne? Auf jeden Fall, Leute, freue ich mich, dass ihr wieder einschaltet. So, ich gucke mich mal ein bisschen um, wir sind ja direkt hier, wo wir halt beim letzten Mal aufgehört haben, nach dem Kampf direkt wieder hier. Na, gucken, ob ich noch irgendwie ein bisschen noch was hier noch was finden kann. Vor allem Munition. Ich meine, ich habe zwar die Magnum dabei, ne, für den Fall der Fälle oder halt für Wesker. Schön für Wesker aufgehoben. Aber hier ist tatsächlich, hier oben ist nichts mehr. Obwohl, vielleicht ist jetzt hier ein Emblem oder so? So richtig fies? Dass während des Boss-Fights hier keins ist, aber dann danach? Nee, okay, gut. Yeah! Uff. Oh, ist ja schon leider das nächste Gebiet hier. Ja, gleich los. Aber Wesker kann zumindest. Kann zumindest nirgendwo hin. Ne, das ist ja auch schon mal. Gut, hoffe ich. Sheva, bitte nicht so weit vorrennen. Nee, es geht echt wieder rein ins Schiff. Oh, nochmal runter ins Lager oder was, um nochmal richtig schön eine fette Arena zu haben. Öffnen. Ganz kleines Gebiet und gleich zack. Nächster Ladescreen. So. Ist das jetzt echt irgendwie, weiß ich nicht, ein reiner Bosskampf oder... Ich habe keine Ahnung. Oder kommt noch ein Kapitel 3, 4? Wait. An assault bomber. When Jill said Wesker was planning to spread Ouroboros throughout the world. He's planning to use this to spread it. Wesker, there he is. Come on, let's go. Jill, are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength. It comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. So if we cut the supply of serum, he loses his strength? Affirmative. But he just took a dose, so it's gonna be a while before he needs another one. Damn. Listen, Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used a serum label PG-678W. PG-678W? I'm gonna try to find a way to escape. You need to find that serum. Excella always kept it with her, in an attaché case. Jill! Come in! Jill! Shit. Chris, this is it. Let's give it a shot. Ah, okay, es gibt also doch eine Möglichkeit. He can't fly around in that without getting shot down. Exactly. The plane can't get shot down. If it does, it'll initiate a biohazard. It's just like Jill said. He's planning to spread this virus worldwide. Looks that way. Things are worse than I thought. We have to stop him here and now. Wir müssen ihn aufhalten. Here and now. Aber krass, aber wo ist denn Jill? Jill sah irgendwie so aus. Ist die hier auch auf dem Schiff? Weil also im Hintergrund von der Kamera sah das so metallisch überall aus. Weil die haben wir ja bei den Ruinen zurückgelassen. Hä, wo ist denn Jill? Okay, wo sie die Infos her hat, ist ja klar, ne? Weil die hat ja erzählt, die war ja die ganze Zeit beim Bewusstsein. Während die halt da mit agiert hat und so. Deswegen alles klar, dass sie die Information hat. Eine Überdosis also. Schön, schön. So, hier ist nichts weiter. Keine neue Munition. Gehen wir weiter. So. Come on, I can't right now. Ab nach unten. Hier ist erstmal ein Flugzeug irgendwo hier bunkert. Ach. Na gut, okay. Schnappen wir uns Wesker. Und dann haut der... der wird da bestimmt noch dazu kommen, dass wir mit dem Flugzeug irgendwo hin müssen. Oder an Bord gehen und... Oh, scheiße. Hoffentlich kein Luftkampf oder so. Ach, na ja, ja, wir werden sehen. Super, jetzt müssen wir auch noch abhauen. Ist hier mit. Ist Zeitlimit? Ich weiß ja nicht. Alter, ist hier irgendwo ein Zeitlimit oder? Warte mal, irgendeiner ballert hier nur rum, ne? Ach, da unten. Okay, wartet. Daneben, Kumpel. Ich baller die erstmal ab von hier. Die gehen. Hab anscheinend kein Zeitlimit, also alles gut. Was du denn da? Hä?
tot. Okay. Nee, explodiert wirklich einfach so, weil hier gerade Feuer ist. Okay. Hoffentlich kommt das Feuer nicht näher. Schnell weg! So, Vorsicht. Ah, okay, verstehe. Schnell. Umdrehen, schnell. Weg. Feuer kommt. Okay, gut. So, nachladen. So, oh, meine, jetzt wird hier nochmal richtig Action, richtig spannend alles. Okay, was machst du da? Met mal, Typi. Tschüss, Mann. So, ist das hier Öl? Hoffentlich nicht. Oh. Schlingel, Alter, versteckt er sie da einfach. Ja, aber meine Püschel ist einfach zu krass. Sie sind bestimmt überall nur welche versteckt. Halt, was war das? Was? Nehmen? Was? Was war hier gerade? Oder bin ich jetzt doof? Achso, nee, bestimmt springen, ne? Oder? Oh, da unten ist ja noch was. Leute, da unten ist Money. Schnell. Ich habe keinen Timer, also bin ich jetzt auch wieder beruhigt. So, komm, den musst du nehmen, Sheva. Du brauchst da auch Money. Vor allem, weil es schon alles wieder leer war mit dem MG. So, So, nochmal Geld. Vielleicht brauchst du ja doch nochmal. Achso, gegen die Wand war das. Okay, gut. Nochmal ein bisschen Money. So, keine Zeit. Also nochmal. Also kein Zeitdruck. Also vielleicht nochmal umgucken. Die Schleusen werden dicht gemacht. Keine Lust drauf. Bam, bam. Lass mal nochmal Pistol-Money. Gleich durchladen. So, und warum nicht einfach die Heilung nochmal kurz mal kombinieren? Ach, sie hat ja so ja auch was. Okay, warte mal, dann gebe ich ihr das mal. Dass sie das kombiniert. Komm, ich mach's so hoch und dann benutze ich mal schnell für uns beide. So, okay. Schalter drücken, Mann. Sicherheitsabstand? Oh, warte mal, kommen da jetzt welche rausgerannt? Moment. Sicherheitsabstand bitte. Nur für den Fall. Ja, na klar, kommt da einer. Okay, sogar hinter uns. Ey, das ist ja fies. Hä, wo kommt die denn für alle her? Alter, alles voll. Was zum? Wo kommt die auf einmal her? Voll fies. Danke, Sheva. Erstmal nachladen. Boah, ey. Okay, gut. Nochmal Pistolenmunition. Muss ich jetzt alles mitnehmen, ey. Noch reicht die Pistole aus. So, die Dinger geht aber nicht wieder zu, oder? Ist sie wieder zu, Jan? Nee. Wo ist denn jetzt die Schleuse? Warte mal, von hier komme ich ja. Ach, hier. Da. Halt. Was ist denn für einer? Oh, mal ab, Mann. So, So, hier ist die Schleuse, aber ich komme ja noch nicht durch. Oh, jetzt komme ich durch. Woo! Immer ist das einfach offen. Na gut. So, guck mal hier, Blendgranate. Bestimmt sehr wichtig, weil die bestimmt alle noch so ein paar Viecher in sich haben. Könnte ich mir vorstellen. Der ist tot. Der hat einen Helm auf, verdammt. Und boah, voll die Beine geschossen. Was du da? Hör auf, Mann. Schabber abzuballern, Mann. Das geht so nicht. So, und der ist also ja richtig schön cool. Also, wow! Alter, krasser Typ. Ja, komm mal wieder raus. Wenn du mich angreifen willst, musst du wieder rauskommen. Zut. Nee, kein Bock. Er ist zu schlau, Leute. Wo ist der denn? Der ist gerade einfach... Ja. Okay, wartet. Er zieht auf Sheva. Tot, Mann. War da oben gerade einer? Ich glaube, da oben war einer, ne? Na, wo will der hin? Kumpel? Boah, nee. Nicht so. Boah. Okay, ich muss nochmal rüber. Vielleicht neue Munition. So, ich kann die eh alle abballern. Guck mal, das ist der Typ, der sich da versteckt hat, die feige Sau. So, in den Kopf rein geballert. Oh, Heilung. Oh, warte mal, Partner, bitte nur du. Was zum? Wo will er denn hin? Was ist das für einer, Mann? Schön Stampfer, Alter. Ist doch nicht genug, ja? Boah, noch ein Stampfer? Nö. So, Blendgranate habe ich. Die hebe ich mir gut auf. So, erstmal hier Sheva das geben. Oh, Sheva zieht schon wieder. Irgendwo ist hier noch einer. Wo denn? Ja, wo kommen die denn alle her? Scheiße. Da muss ich bestimmt sowieso lang. Also, let's go.
Ist ja überall was. So, schnell nachladen. Oh, ein Anhänger. Sich noch mal ein bisschen was bekommen, ist nicht schlecht. So. Wow. Die Typen, ey. Wow. Ja. Ja, ich bin ja okay. Hallo? Außer ich treffe nicht. Das ist natürlich nie so okay. Boom. Bams. Und zack. Na. Verdammt. Okay, Leute, snipen. Ich weiß nicht, ob wir unendlich kommen. Kann ich leider echt nicht sagen. So. Aber hey, solange es Muni gibt, ne, warum nicht? Und wir halt keinen Zeitdruck haben. Warum nicht? Okay, dann drücke ich mal hier den Hebel schnell. Also, oh, müssen beide machen. Ah, warte mal, ich glaube, ich gehe nochmal links und rechts da gucken. Ich glaube, da kann ich rüber rennen. Sicherheitsabstand einhalten. Ich gehe nochmal da die Leiter hoch, die Treppe hoch. Gehe ich nochmal ganz schnell. So, falls man mich lässt natürlich. So, da ist eh noch ein Gitter. Komm schon, aber wir gehen nochmal hier schnell. Oh. Sorry, Mann. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, nochmal schnell hier nochmal gucken. Ah, keine Munition. Verdammt. Ich muss jetzt hier mit der Sniper rumrennen. Ich habe keine andere Munition. Hier kann ich rüber? Das sieht ja alle noch so aus, als ob ich hier nicht hin müsste, ne? Aber vielleicht. Was hat man hier irgendwas Schönes? Mal gucken. Vor allem nochmal Heilung. Guck mal hier. Zack. Ist doch alles schön. Immer schön umgucken. So, das war's dann. Da ist die Tür auf. Also, warte mal, kann ich hier jetzt nochmal irgendwo hin? Oder geht die Tür nur bis hier hin auf? Ja, kann sein, dass ich da. Ja! Was kommt denn da an? Oh nein, die Insekten. Bitte nicht. Die Insekten, Leute. Was wollen die denn hier? Oh, nochmal ein bisschen Heilung. Schau, da kannst du mal kurz kommen. Ja. Warte mal, ich hab Granaten. Warte mal, ich will die mal alle schön. So, stirb, ihr Säcke. Das hat ja super geklappt. Huh? Alter, was? What? Come on, Roger. Zwei sind der Typen mehr. Was? Der kann doch nicht dein Ernst sein. Zwei Gatling-Gun-Typen. Boah, vor allem sind die irgendwie richtig auf der Karte markiert. Ey, Leute, scheiße, Leute, ich hau ab. Ich glaube echt, ich hau jetzt ab, ne? Ich kämpfe da jetzt hier nicht gegen alle. Das ist viel zu viel, die euren Käfer, die sind fies. Ach, shit. Ich brauche zwei Schlüsselkarten. Ich muss die umbringen. Ich muss die echt killen. Den Dicken. Verdammt. Oha. Oh, wenn man das... Uppala, wenn man... Alter, voll, der sieht richtig gut aus. Boah, Alter, ich bin gleich tot. Voll, wenn man das vorher weiß. Okay, gut, dann weiß ich ja Bescheid, aber... Ach, du Heiliger. Ach, du meine Güte. Danke, Sheva. You need to be careful. Witzig. Wirklich witzig. Hier mal, spumm. Komm schon, bring doch mal irgendwas. Ich muss erstmal die Käfer, die... Verdammt mich, die Käfer, die sterben davon ja nicht. Okay, ich muss erstmal die Käfer loswerden. Hört mich gleich, Leute. Ich werde sterben. Also, sie sind einfach tot. Nochmal. Alter, das ist ja richtig übel. Okay, gut, na, verwalten, ich weiß nicht, nämlich doch mehr die Shotgun. Ich weiß nicht, ob eine Blendgranate gegen diese Viecher da hilft, gegen die ollen Insekten da. Ich muss mal gucken. So, tausche ich mal das schnell um. Hier alle Granaten zu mir. Ich muss das einfach mal... Und hier habe ich auch noch Pistolenmunition. Was zur Hölle? Gleich mal kombinieren? Danke, dass Sheva mir die nie bringt, aber okay. So, Sheva, dann müsst du mal noch hier die Munition. Ja, und ich muss gucken, ey, wenn baller ich die mit der Magnum ab. Obwohl, der bringt ja alle gar nicht so viel. Nehme ich die Granaten hier mit? Ne? Ah, ne, komm, warte, wir machen erstmal so. Fertig, Leute. Ist ja ein Kontrollpunkt erreicht. Ich glaube halt echt bei den beiden Dicken da. So. Warte mal, sind jetzt hier alles erledigt soweit? Dann können wir mal Schalter betätigen. Ja, da kommen die denn. Okay, ich habe aber noch Zeit. Jetzt, wo ich es weiß, ja. Jetzt, wo ich es weiß, werde ich natürlich mich jetzt schneller um die Insekten kümmern. Weil die beiden Dicken, die brauchen eine Weile, bis die kommen. Deswegen ist das auch alles ein bisschen besser. So, dann gucken wir mal, wo die jetzt sind. Ich probiere es einfach mal, ob das was bringt. Warte mal, Schabba hat hinter mir jetzt wieder. Oh, da sind sie ja schon. Nö. Mm-mm-mm-mm-mm-mm.
doof ist halt, die haben irgendwie so ein komisches... Ja, ich weiß nicht, so ein komisches... Der hat halt so einen leuchtenden Punkt. Da muss ich grob ballern. Aber irgendwie, verdammt, natürlich zugemacht, genau, wo ich geschossen habe. Oh, Alter, what? Instant Kill? Alter, Instant Kill. Oh, sind die Viecher ätzend. Was mache ich denn gegen die? Okay, also jetzt muss ich rumprobieren. Boah, das ist ja jetzt... Boah, Leute, es geht echt Richtung Finale. Das ist ja übel. Okay, das ist ja wirklich sehr übel. Nee, komm, wisst ihr was? Magnum muss ich mir aufheben. Ich baller jetzt mal mit der Schrot rum. Schäfer macht das ja irgendwie nicht. Ja, okay, also... Nee, der muss ich echt mal kurz... ein bisschen schauen. Ich hoffe, dass die wenigstens auf das Feuer reagieren. Reagieren die auf irgendwas? Ey, da kommen die scheiß Insekten. Das sind aber, glaube ich, es sind nur zwei, ne? Okay, die muss ich jetzt echt schnell fertig machen. Und dann sind die beiden Dicken ja... Ja, dafür ist der Raum groß genug. Wir wissen ja, dass die Dicken sehr langsam sind. Ja, alles klar, Mann. Sie werden sterben. So. Einfach auf gut Glück ballern? Ja, wenn die sich zumachen, ist blöd. Alter, wenn die da ihren Wulst da irgendwie schließen. Man gar keinen Bock. Alter, was ist das denn? Alter, richtig ätzend. Alter, einfach grab. Ach du meine Güte. Oh, das ist ja ätzend doch mal. Gleich nochmal. Boah, das ist richtig early by doing, ey. Alter, richtig gestorben. Die Mission wird auf jeden Fall Rang Z wird die Mission. Auf jeden Fall. Gibt's doch wohl gar nicht, ey. Ich hab die Hälfte meiner Energie. Aber irgendwie, nö. Du stirbst einfach. Dem Premieres Schloss geöffnet. Komm, am Anfang haben die ja noch ein bisschen da ihren Dings offen. Los, lass mal rinballern. Ist da irgendwie... Ja, Mann, jetzt machen die das auf und dann wieder zu. Verdammt. Also, Brandgranate! Das ist echt die Blöde, weil das bringt nie so viel. Hör, das bringt gar nichts! Mann! Mann, Mist, jetzt hat der eine, den wollte ich gerade richtig schön eine mitgeben. Aber irgendwie... Komm, mach auf. Boah, Alter! Ey, Mann, zu zweit, das sind echt mies, Alter, wenn das zwei sind. Alter, wenn das zwei sind, ist das richtig mies. Okay, ja, wir wissen jetzt aber genau, das wirklich alles bringt gar nichts. Keine Granaten, nix. Wisst ihr, was kommt, dann wickelst du die Minen mit. Ganz ehrlich, ich hoffe, die Minen bringen wenigstens was. Ja, also wenn die nicht springen, dann weiß ich auch nicht. So, das gebe ich mal jetzt kurz... Hier, Sheva zum Halten. So, die nehme ich jetzt mal mit. Ey, die müssen jetzt mal was bringen. Sonst bin ich echt am Arsch. Ja, okay. Das war's soweit. Let's go. Nochmal. Das ist mir echt zu blöd, die auf einmal zu machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Diano springt, wenn die einfach... Naja, wenn die halt einfach... mega dicken Panzer haben, dass die von Janisch in die Luft fliegen, dann war's das. Oder kann ja sein, dass sie dadurch denn sich öffnen. Mal schauen. Also habe ich mal die Sniper am Anschlag. Und guck einfach gleich mal, wenn sie jetzt durch die Mine vielleicht sich wenigstens hinlegen und ihre Schwachpunkte offenbaren, dass man denn wenigstens rufballern kann. Sieht mir aus wie eine gute Taktik. Mal gucken. Okay, das mit den Minen war echt nicht schlecht mit den Minen. Mit den Minen hat super geklappt. Da war der irgendwie sofort tot. Alle drei sind. Es sind sogar drei. Okay, dann kann man aber echt in Zukunft, weiß ich Bescheid, dann lege ich da die Minen hin. Und dann würde ich halt echt noch hier eine Mine hinlegen, weil ich jetzt weiß, dass da der dritte kommt. Bevor man den Schalter betätigt, alles klar. Weiß ich Bescheid. So, ich will jetzt hier echt gerne rüber. Weil ich will auch für die dicken Minen hinlegen. Okay, das war super. Ey, gut, dass ich mir die ganzen Minen aufgehoben habe. Ich glaube, ich muss jetzt warten, ne? Ja, Hebel ist gedrückt, Schalter ist gedrückt. Ja, die Tür geht ja erstmal ganz langsam auf. Ja, okay, erstmal kurz warten. Die Tür geht auf. Haben wir echt nichts mehr an Heilung? Nö. Fail. So, Tür langsam auf. Alles klar. So, komm, ich hab mal ein bisschen Zeit, ey. Nicht, dass jetzt die gleich kommen. Ich sehe auf jeden Fall da die Löcher, wo die sind, wo die gleich rauskommen. Komm schon, Mann. Nein, sie kommen sofort raus. Ja! Wie sie aussehen, ey. Der erinnert sich richtig geile Dinger.
So, ich lege einfach mal hin in die Mine. Ja, kann ich hier in Deckung gehen? Nein, kann ich nicht. Ach. Ich weiß nicht, ob die hier langlaufen? Wenn ich jetzt hier einfach eine Mine hinlege? Ey, das ist Heilung. Shepard, schnell. Ich glaube, der Ende ist gerade echt explodiert. Toll. Ich glaube, der Ende ist gerade echt explodiert. Wo kommt denn so eine Tür da durch? Ist klar. Ätzend. Alter, wie die Bäder aber echt hier langkommen, ne? Komm, Shava, die gehen hier lang. Komm, komm, komm. Letzte Mine. Super. Aber würde ich, dass die da lang gehen? Ach, Mann. Okay, der ist jetzt aber knifflig hier. Oha. Oh, scheiße, Alter. Die sind nicht da lang gegangen, leider. Leider nicht. Warum genau jetzt? Genau jetzt kommt da so ein Vieh raus. Okay, die sind nicht in die Mine reingerannt. Leider. Das ist leider ein bisschen schlecht. Wo sind die denn? Da unten. So, komm, ich kann hier nochmal vorbeirennen. Ja, kann ich. Super. Shepard, warum hast du denn die Munition hier nicht genommen? Shepard, nimm nochmal die Munition. So, okay. Ah, toll. Alter, wie viele andere Typen denn hier noch kommen? Alter, jetzt alles voll! Ah, Mann! Wie viele Typen hier einfach noch sind! Ach, Mann, scheiße! Das wird übel! Schnell weg! Wenn irgendwo Heilung ist, andere... So, warte, wie ist jetzt ein? Warum sind hier nicht? So. Falls jetzt hier hochkommen, gucken, ob Feuer was bringt. Oh, ist wieder hinter mir irgendeiner. Oh, die sind jetzt da. Oh, Mann, Mann, Mann. Boah, Alter, die können sich beamen, Alter. Wo gehen die denn überall hin? Ich will die halt erwarten. Ich will die halt echt erwarten und mir schön wegballern. Auf der Karte sehe ich die, ja. Na, einer kommt hier her. Toll. Alter, sind die dick, Alter. Okay, ich muss echt, glaube ich, mit der Magnum das machen. Mann, das ist schon wieder einer. Shepard, du musst uns heilen, schnell. So, es ist Magnum-Zeit, glaube ich, Alter. Ich jetzt aber, glaube ich, gerade gar nicht. Habe ich die gar nicht? Natürlich genau jetzt macht es nichts aus, dass ich ihm im Kopf geballert habe. Ich habe ihn doch voll in den Kopf geschossen. Macht ja natürlich nichts aus. Alter, übel. Shava, bitte schnell. Ich muss das mit der Magnum machen, Alter. Oh Mann, der olle Typ da. Shava, kannst du ihn nicht abballern? Ich muss die Magnum benutzen. Schon einer ist doch tot, Mann. Einer ist doch schon tot. Kann nicht wahr sein, Alter. Schlüsselkarte, so. Kann nicht wahr sein. Weia, weia, weia. So schnell nachladen. So, der Kopf halt hinter mir kommen, Kena. Das ist so blöd. Das ist echt dumm, dass hinter mir welche kommen.
Weil wie viele denn doch sind? Mann! Schäfer, du musst dich um die kümmern. Oder ich halt. Boah, Alter, auf jeden Fall haut die Magnum aber rein. Die Magnum hat den eben richtig weggeballert. Ah, dafür jetzt die ganze schöne Munition drauf. Na, ah, ätzend. Hätte ich noch was anderes? Na, wo kommt... What? Alter, alles voll. Wir sind einfach zu viele. Ich weiß halt echt nicht, wo die alle herkommen. Ich glaube, das ist so ja so gewollt. Man soll einfach den Dicken platt machen und dann ist gut. Ja. Ich glaube schon. Oh Mann, ey. Die anderen nerven halt echt mega. So, okay. Magnum wieder ausrüsten. Komm, Dicker. Er ist down. So. Nein, rüber. Er ist down, Leute. Er ist down. Schnell. Zweite Karte. Yeah. A und B. Alles klar. So. Magnum sofort wieder einsparen. Sofort. Jetzt den Weg durchkämpfen. Ich glaube, wir kommen einfach unendlich. Ich nehme noch ein bisschen Muni mit, alle vielleicht mitnehmen kann. Und dann hauen wir ab. Schnell raus hier. Raus. Ich habe viele Schrotmunitionen. So. Okay. Leute, dann beenden wir den Part. Ich hoffe, es ist gleich wieder ein neuer Kontrollpunkt. Hoffentlich. So. Ey, da kommen wirklich zwei Gatling-Gun-Typen, ey. So. Yeah, I hear you. Don't let your guard down for a second. Echt mal, Leute. Sonst seht ihr, was passiert. Okay, das war erstmal die Folge für heute. Alter, richtig übel. Also wirklich übel. Aber ja, jetzt, also an sich, es geht. Es ist an sich wirklich nicht übel, wenn man halt weiß, was kommt, ne? Ich habe halt echt nicht damit gerechnet, dass die zwei Dicken kommen. Habe am Anfang halt überhaupt ja nicht auf die Käfer geachtet. Ja. Und jetzt kann man auch von außen die ollen anderen komischen Infizierten kommen immer wieder. Die wiederholen sich alle, kommen immer wieder neu. Also, ja, jetzt wo ich es aber weiß, Käfer ausschalten mit Minen, zack, sind die alle weg, voll cool. Und ja, oh, sehr schön, Pistolenmuni. Wartet mal, ich muss hier durchladen. Ah, komm, Leute, machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, meine Pumpe, Alter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.